Herzlich willkommen YouTube, lass es geschehen. Willkommen zurück zu Deponia. Und wir waren ja hier und haben da so eine Mühle, aber den Trichter und wir sollen da den Schwamm irgendwie reinpacken, hat er doch gesagt, oder? Was war das nochmal? Ich probiere das nochmal aus. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ganz meine Meinung, Schwamm drüber. Ah nee, das war mit dem. Nein, die Rakete, das einzig nur wie komme. Das war ja das, das Schießpulver. Da ist tatsächlich schwarzes Pulver drin. Aber wie bekomme ich es da raus, ohne mich dabei wieder in die Luft zu sprengen? Und das geht es jetzt rauszufinden. Das tun wir aber nicht hier, nicht jetzt. Wir gehen noch mal die anderen Ecken der Wildnis hier erforschen. Dorfzentrum. Ah, okay. Oh, er ist aber ziemlich weit. Der ist aber schnell geflitzt, der Alte. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Rathaus. Denn da waren wir ja auch noch nicht. Weil da scheint ja ziemlich was los zu sein. Oh. Hör mal der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ja, Ich ja. trage die Verantwortung für Sie. Na, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ach, Schnauze. Lass uns erstmal eine Nummer ziehen hier. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hier fehlt doch was. Magnet, hä? Können wir den mitnehmen? Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Dann nehmen wir mal einen mit. Oh, dann hat er alle drei mitgenommen. Okay, dann haben wir erstmal das. Warte, dann versuche ich mal was, auch wenn Diese das. schwarzen Bretter sind so praktisch. Auch wenn sich das dumm anhört. Nein, die Rakete ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Das einzig Nützliche daran ist das Schwarzpulver. Ja, Nur das wie wissen wir komme ich auch. daran, ohne mir die Hand wegzusprengen? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Nummer 66. Naja, wir lassen es erstmal weg. Reden wir mal mit Mizek. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Was klar machen? Rufus? Rufus. Was? Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und. Ach so.
Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Oh, Sarkasmus. Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen. Sarkasmus. Aber keine Rosinen, bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Und halb traurig. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Oh. Ich verschwinde. Ja. Mal mit Lotti reden. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Fältchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ah. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Gott, ist der krank. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ja, Schnauze. Mal gucken, ob wir da reingehen können. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Gottes Willen. Was ist da? Stopp! Das Postamt ist für Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Gottes Willen. Okay, wir können zum Sitzungssaal. Ah. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Ja, er geht einfach. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Ui. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Ja, Schnauze. Oh. Will er sie jetzt wach küssen? Oh Mann, ey. So, das reicht jetzt aber. Der Typ ist so voll. Genug Tagträume für heute. Bekloppt. Meine Patientin
braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Das Witzige ist jetzt... Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ja. Ich bin super heftig, sagt er. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Ja, kein Stress. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Danke fürs Gespräch. Nichts. Zu danken. Ich lasse es erstmal. Gar nichts. Mit dem Gerede hier, mit dem Typen. Das hat sowieso keinen Sinn. Gehen wir mal hier drücken. Vielleicht kommen wir da rein und finden irgendwas. Aha, was ist das jetzt? Gehen wir ein bisschen zur Seite. Luftballons. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas. Ja, Rufus. Hä? So, ein paar Luftballons. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ja, das fragen wir uns alle, Rufus. Warum dein Gesicht da drauf ist. Ich glaube, die Leute mögen dich alle so sehr. Okay, dann haben wir Luftballons. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Meine Anziehungskraft ist stärker. Okay, wartet mal. Das muss nicht umgefüllt werden. Wieso? Ich kann doch den Luftballon unten an den Trichter ranbauen. Das erinnert mich an der Plan mit den... Es war nur der... Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Wir müssen den Trichter also irgendwo reinstecken. Goal, Gizmo. Hier ist ja sonst nichts. Zur Bühne. Das ist nur der Karton. Das war die Tür. Da gucken wir mal, wo wir zum Dorf kehren. Wir müssen den blöden Trichter irgendwo reinstecken. Zu Tonis Hütte. In die Gasse. Gehen wir mal in die Gasse. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Weiß ich auf jeden Fall jetzt nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Ja, frag mal besser Hanek. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum.
Die Magneten vom Sprengplan. Okay. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus. Genau. Mensch. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Und ja, so. Dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Ja, dann hab ich. Können wir nämlich auch.